Hallo Herr Kram, schön, dass wir heute auf Ihrem Stand sein können. Ich habe drei Fragen an Sie. Sie kennen das Format schon so ein bisschen. Die erste Frage lautet, worum geht es eigentlich bei der Digitalisierung? Was sind die Chancen für die Unternehmen? Ja, vielen Dank, Herr Krüger, und vielen Dank auch für die Chance, dass Sie heute am Stand sind. Die Digitalisierung ist ein sehr wichtiges Thema für unsere Kunden. Es sind viele Themen, die an der Stelle mit reinspielen, aber heutzutage, wenn die Kunden nach vorne schauen, sind Themen wie Predictive Maintenance, wie Condition Monitoring, Visualisierung von Daten überall auf der Welt. Unsere Kunden, die haben die Anlagen global installiert und die möchten natürlich ihre Daten, ihre Anlagen dann auch Wartung, Fernwartung betreiben. Und damit ist die Visualisierung auch ein sehr wichtiges Thema. Und das bekommt man nur, wenn die ganzen Daten letztendlich aus der Anlage raus digitalisiert, abgebildet werden, irgendwo gespeichert werden und der Kunde dann auch entsprechend Zugriff hat. Klingt schon nach ein bisschen Aufwand. Was sind so die Herausforderungen bei der Transformation, mit denen Sie bisher Erfahrung machen konnten? Die Transformation ist natürlich für uns als Unternehmen, als Eaton, wir sind klassischer, kommen eigentlich eher aus der Komponentenwelt und in der Vergangenheit eher Komponentenverkauf, dann Lösungsverkauf. Was wir aber hier letztendlich haben, dass wir komplette Konzepte den Kunden anbieten, dass wir unsere Komponenten einsetzen, die die Anlagen steuern, die die Motoren antreiben, ein- und ausschalten und schützen, aber gleichzeitig auch letztendlich die ganzen Daten aus den Motoren abgreifen, aus den Anlagen, die dann letztendlich für die Fernwartung, für andere Themen, für die Visualisierung notwendig sind und da auch die Interface entsprechend bereitzustellen, um diese Daten dann letztendlich auch irgendwo in die Cloud zu spielen. Also der Kunde muss umdenken, wenn ich das richtig verstehe. Was würden Sie sagen, ist das Wichtigste, was die Unternehmen jetzt tun müssten? Also das Wichtigste für ein Unternehmen, Industrie 4.0, ist ein Thema, über das schon seit Jahren gesprochen wird. Keiner weiß so richtig, wie man das Ganze greifen kann. Was wir als Ansatz haben und wir als Firma Eaton, gerade hier in Deutschland, aufgrund unserer Vergangenheit, wir haben sehr guten Zugang zu dem deutschen Mittelstand. Und der deutsche Mittelstand, der hat typischerweise keine große IT-Kompetenz. Es sind Anlagenbauer, es sind Maschinenbauer, die ganze Maschine verstehen, die wissen, wie das System funktioniert, aber letztendlich denen fehlt die IT-Kompetenz. Und da ist es unser Ansatz, dass wir das den Kunden leicht machen, dass sie die ganzen Anlagen entsprechend steuern können, Daten abgreifen können und dann einfach über die IT das Ganze hochspielen, ohne dass sie selbst großartige Kompetenz aufbauen. Das ist unser Ansatz, dass wir wirklich den Kunden das Leben an der Stelle sehr einfach machen. Und da haben wir eben an der Stelle auch einen sehr starken Partner mit T-Systems, die diese Aufgabe entsprechend für uns übernehmen, wo wir sagen, unsere Kompetenz liegt Maschinensteuerung, Automatisierung der Maschine, Daten abgreifen und damit T-Systems als Partner das Ganze in die Cloud hochzuspielen und damit auch weltweit verfügbar zu machen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Krüger. Hat mich gefreut.